Duisburg oder Viktoria Köln als nächstes? Ah, Viktoria Köln, oder? Duisburg ist auch hinter uns. Schuler für Tresoldi wieder rein, denke ich mal. 2-2. Ah, Schuler bekommt die gewünschte Spielzeit. Okay, Viktoria Köln ist 2 Punkte hinter uns. Das ist gut, da gehen wir auf jeden Fall rein. Ich glaube, wir nehmen mal Fink raus und packen mal Schuler von Anfang an rein. Wir testen den mal aus mit Tresoldi zusammen. Okay, ich glaube, ich muss noch einen Tacken ruhiger werden. Ja, voll. Aber das kriegen wir jetzt hin. In dem Spiel wird, das wird jetzt unser, wir gewinnen jetzt hier wieder 3-0. Da sehe ich uns. Drei Dinger, wie du sagen würdest, ne? Die drei Eier, hast du gesagt, legen wir den rein. Im ersten. Das ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Alles gut. Wenn du einen Fehlpass machst, nicht aufregen, sondern umdrehen und weitermachen. Weißt du, was ich meine? Hast du. Genau. Das ist gut. Nicht, da ist zu viel Verkehr. Außen war alles frei. Sollte eigentlich auch hingehen. Ja, ist gut. Holen wir uns den Ball wieder. Oh no. Ja, die sind aber einfach eiskalt. Die sind auch einfach eiskalt. Es ist eklig. Ist nicht zu fassen. Ja. Ja, schön. Oben. Stark. Okay, ich laufe mal die Linie runter. Ich glaube, ich komme da nicht vorbei. Der niemals Ist hingehen. kein Problem. Ja. Boah. Also dafür, dass der so einen schlechten Abschluss eben hatte, Ja, hat er den da das jetzt ordentlich war reingeschweißt. ein sehr schönes Tor. Easy. Da sind wir wieder, siehst du? Ja, aber ich würde gerne mal in Führung gehen Ja, dann und gehen wir jetzt in Führung. bleiben. Dann gehen wir jetzt in Führung. Und dann müssen wir uns auch zusammen konzentrieren, siehst du? Um zum Beispiel so den Ball zu holen. Abseits? Kein Abseits? Doch, ich wollte gerade sagen. Schön. Ganz alleine. Ah, Habe ich schade. sofort Haben wir noch? weitergespielt. Oh, das. Ja. Ja, da. Ich weiß, da musst du noch mal was Neues machen. Verstehst du? Einfach dann einen anderen Pass. Gehst hin, geh hin. Gut verteidigt. Nicht immer auf Teufel komm raus Kreis drücken, ne? Ja. Du kannst auch einfach hinlaufen und den stellen. Weil wenn du Kreis drückst und du triffst nicht, dann ist er vorbei. Aber gutes Spiel. Gutes Spiel. Gute erste Halbzeit. Gutes Spiel ist, wenn. Ja, hast du recht, hast du recht. Dann kommen wir jetzt Konzentrenti, dann kriegen wir das auch hin. Schön. Haben wir noch? Haben wir ihn gut gezwungen zum schlechten Schuss. Fink kommt rein für Schuler, der hat sich jetzt noch nicht so gut gezeigt. Ja, das sind auch solche Sachen, ne? Das ist ein ganz normaler Pass. Der uns schon wieder Alles passt. gut. Ich war da. Hallo. Hast du? Ja, ich gehe nochmal zurück. Götze ist nicht so der. Das war Ja, steh beigespielt. auf! Ja. Ruhig, ruhig, ruhig. Ja? Ah, es ist. Nein, nein, er ist nicht abseits. Nein, Nein! nein, nein, Schade, nein, wie wir beide auch den Ball so hinterher geguckt haben. Ja! Gar nichts gesagt, einfach nur Nein! geguckt, okay. Ich habe gehofft, dass er reinrudelt. Aber du warst nicht im Abseits, der andere war im Ja, Abseits. hast du recht. Hast du, schön. Ja, müsste eigentlich kein Abseits sein. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal zu dir rüberholen kann. Schieß einfach. Okay, Ecke. Du bist weiter nach rechts, weiter nach rechts. Ja. Wir sind ein bisschen sehr. Ah, der ist zu lasch gewesen. Danke. Ja. Nochmal zurück vielleicht? Ja. Ja! Aber das ist unser Sechser Nein! gewesen. Das war unser Sechser leider. Egal, wir sind am Drücker. Wir müssen aber hier 3 Punkte jetzt mitnehmen, ey. Nicht die Innenverteidiger nehmen. Du hast gerade mit Volo, da bist du jetzt einfach rausgelaufen. Der fehlt jetzt hinten, weißt du, wie ich meine? Ein Foul. Ja. Ja. Nein, ey, Nein. haben wir noch. Vor? Was soll ich sehen? Einfach R1-Schluss hast du gemacht. Okay.
1-1. Ey, boah, viele Unentschieden auch jetzt, wenn wir selber spielen, ne? So lange wir nicht spielen. Alles gut, alles gut. Dann haben wir Osnabrück. Wenn wir noch ein bisschen nach oben Anschluss haben wollen, müssen wir, glaube ich, gegen Osnabrück spielen. Wir sind mittlerweile, wie viele Punkte? 6 Punkte auf Relegation. Wir spielen Osnabrück selber, glaube ich. Da kommt die Wende. Ich fand, Schuler hat es aber eigentlich ganz okay gemacht. Wir bringen mal mit Schuler von vornherein rein. Okay. Und mit Kim Ji-so anstatt Zhu Jinjie. Ey, Voloda kommt. 61 hat er mittlerweile. Okay. Los auf Platz. Nein! Oh, ein Schritt zu spät, leider. Haben wir. Schön. Gut gesehen. Das war ein bisschen risikoreich. Das stimmt. Was ein Pass. Was ein kranker Pass. Stark gemacht. Junge, der Pass war richtig gut. Schuler. Mit dem Punkt genau. Perfekt. Zack. Du hast auch angezeigt. In die Lücke. Achso, hat er so gemacht? Ja. Geil, 1-0, du wolltest in Führung gehen, dann gehen wir jetzt in Führung. Oh, durch zwei Leute durch. Du musst hin, du musst hin, du musst vor ihn. Stark, Pfeiffer. Nein, das wäre ein super Spiel. Ja, wär's auch. Ich wollte dir aber unbedingt nochmal passen. Ja, wenn der angekommen wäre. Jo. Okay. Warum hält er den noch? Ja, der war nicht platziert genug, glaube ich. Haben wir? Ah, der war ein bisschen weit draußen. Der ist nicht schön. Er war nicht gut, hätten wir besser ausgespielt. Du gehst hin. Oh. Schön. Ey, easy, das war eine solide Leistung zur Pause, finde ich, oder? Aber ich würde gerne mal irgendwie 2-0 in Führung gehen, damit man mal so einen kleinen Puffer hat. Ne? Ja, wir wechseln mal Schule aus. Wir sind immer am Rande des Wahnsinns. Oh, das ist Patrick Pfeiffer. Was macht der denn da vorne? Ja. Schick mich. Oh. Hammer. Ja, Rote hat ein bisschen Platz. Ja, ein bisschen sehr ambitioniert. Oh, es gibt eine dicke Gelbe. Hast du. Zurück, zurück. Ja. Oh, das bin ich sogar selber. Das Ding ist, Pfeiffer ist halt super schnell, ne? Ja, komm. Ja, ist gut. Hab ich Ja, du hast es wieder gepasst? Abgebrochen. Du hast es wieder irgendwas anderes Niemals. Gemacht. Niemals. Doch, oh, haben wir? Oh. Das war, hättest du noch was gehen können. Oh, durch 4 Leute durch. Jetzt muss ein bisschen aufpassen. Oh nein, du musst hin vor das Tor. Stark gehalten. Gott. Nein, 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 nein. So ein dreckiger Sieg wäre auch nicht schlecht. Ja. Nicht wieder unentschieden. Aus. Warum geht er da nicht hin? Okay, warte. Halt ihn fest, halt ihn fest, halt ihn fest, halt ihn fest. Ja! Nein! Schade. 1-0, let's go, schöner Sieg. War zwar ein bisschen unsouverän am Ende noch, aber ich fand trotzdem okay. Ich habe aber den Sprint noch vorher rausgenommen und dann noch geschossen. Beim Schuss, ja, ja. Aber schwer. Aber du warst dann auch fast schon so nah dran, weißt du, ich meine? Ja. Wenn du halt zu nah am Keeper dran bist, dann kommst du nicht mehr vorbei. Außer mit einem Lupfer. Außer mit einem Lupfer, ja. Richtig gerne, ja. Ja, doch. Du hast es ja schon ein, zwei Mal gemacht, aber es ist halt schwierig. Das wäre jetzt so ein Geistesblitz gewesen. Das hast du gemacht. Ja, das wäre witzig gewesen. Aber ja? Wir haben mal gewonnen. Das stimmt. Wir simulieren mal wieder gegen Freiburg 2. 1-0. Flink. Fink, nicht Flink. Wir kommen nochmal ran. Ne? Relegation ist durchaus noch im Bereich des Möglichen. Ne? Das wäre ja nicht schlecht. Die Tabelle sagt, es ist sehr knapp. Wir spielen als nächstes gegen 1860 München. Das müssen wir gewinnen. Wenn wir das nicht gewinnen, dann ist der Aufstieg passé. Das ist richtig. Das müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Dann würden wir sofort auf 5 springen und hätten nur noch 4 Punkte Rückstand. Das kann man innerhalb von 4 Spielen auf jeden Fall schaffen. Wir müssen jetzt gewinnen. Das spielen wir auch selber, oder? Ja, das spielen wir selber. Also, dann haben wir es auch selber verkackt. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja auch nicht schlimm, wenn wir jetzt nicht mehr in der ersten Saison direkt aufsteigen. Das haben wir ja sowieso gesagt, dass wir halt gucken, dass wir, ob wir es schaffen. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Nein, nein, nein. Doch. Okay, komm rüber, mein Freund. Ja, okay. Kannst auch gerne 1860 München spielen, wenn du möchtest. Schön 2-4 Eigentore machen. Oh, wir gewinnen aber hier. Oh. So.
Das Spiel ist jetzt wichtig für den Aufstieg, ja, falls wir dann auch hinwollen. Hallo? Hallo, da? Ein bisschen Tempo, mein Freund. Ei, da hast du ein bisschen die Ecke aufgemacht. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, das gibt's schon hier. Torwart macht auch die Ecke auf. Den kann man auch vielleicht halten, finde ich. Also wieder 1-0 hinten. Egal, komm. Hast du. Ui, ja, okay. Nee, aber ist gut, es war Kreis. Ich dachte, du hättest einfach noch. Oh, Robert Woloda, Junge. Ich dachte, du hättest einfach nur. Hast du? Nein, schade. Da war der wieder, der Klassiker. Der Klassiker. Ja. Das ist der, der nicht schießen kann. Du hast auch gerade gemerkt, ne, wie schlecht der Schuss ja, einfach war. Das war mega schlecht, ehrlich. Ja, den müssen wir drauf trainieren. Bleib dran. Ja, ein Roter. Oh mein Gott. Der kann nicht schießen. Das war ich doch. Nee. Ach so. Wohin? Nee, der eben kann nicht schießen. Ja, auf jeden Fall nicht. Aber wenn solche Dinge auch reingehen, dann machst du nichts. Weil wir haben ihn eigentlich gut verteidigt. Weißt du, wie ich meine? Und dann haut er halt so einen raus. Keine Chance. Oh, schade. Guter Schuss. Haben wir noch? Haben wir noch mal zurück vielleicht? Bei dir gibt's auch immer nur nach vorne, ne? Du drehst dich auch nie zurück, um mal den Pass zurückzuspielen. Immer nur schießen, passen nach vorne. Einfach vorne. Eine Richtung. Eine Angriff. Richtung. Oh, das war risikoreich. Hättest du auch noch mal zurück. Ab und zu mal auch einmal den Weg nochmal zurücknehmen. Wir haben es verkackt. Alles gut. Das Spiel hat zwei Halbzeiten, ne? Ach so, ja. Wir sind aber drei Tore in der Halbzeit, geht auf jeden Fall fit. Wir haben nochmal stark gehalten. Okay, zweite Halbzeit wird besser. Wir kommen jetzt nochmal. Wir machen jetzt alles nach vorne. Wenn wir das verlieren, dann verlieren wir es mit 4-0. Und nicht mit 2-0. Weil wir gehen jetzt nochmal richtig nach vorne. Okay. Ja. Ja. Siehst du? Ich hab's dir gesagt. So müssen wir spielen. Konzentriert. Nochmal umgedreht. Zack, zack. Ja. Hast du immer noch? Oh. Hast du immer noch? Oh. Das kann nicht sein. Dreimal. Egal, hast du. Schön. Ja. 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 Oh, der hält das sogar fest. Oh nein! Ah, schade. Oh, da habe ich komplett umgehauen, es gibt auch eine rote. Ah, schwierig. Rot für Schuler, Junge. Wir haben unser Bestes gegeben. Also es war defensiv halt nicht gut genug. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dieses eine Tor war auch ein bisschen schwierig. Ist noch nicht vorbei. Ja, wir brauchen halt zwei Tore, ne? Nicht nur eins. Aber ja, das ist richtig. Das ist ein bisschen schwer und dann eins reicht uns halt nicht. Aber wir kriegen vielleicht nochmal die Chance am Unentschieden, da hast du recht. Wir sollten bis zu Ende spielen. Warte vor. Lieber vor. Ja. Ja. 2-1 verlieren wir. Damit ist der Aufstieg wahrscheinlich passé. Ist aber gar nicht schlimm. Was willst du machen, ne? Also, ich fand, wir haben eigentlich okay gespielt. Die zwei Tore am Anfang hätten wir nicht unbedingt beide kassieren müssen. Und dann ist es halt zu spät. Ist auch ein bisschen hektisch, glaube ich. Ja, voll. Gut, dann haben wir Saarbrücken. Als nächstes, da gehen wir natürlich in die Simulation. Das spielen wir unentschieden, 1-1. Ich denke, wir werden am Ende so 6., 7., 8. werden oder so. Was auf jeden Fall eine okay erste Saison ist, glaube ich. Und dann versuchen wir in der zweiten Saison, das dann irgendwie ein bisschen besser zu machen. Ingolstadt, kann man vielleicht wieder ein bisschen durchrotieren auch. Verlieren wir nochmal. Aber Ingolstadt ist, glaube ich, auch einer der Aufsteigermannschaften. Jetzt sind es 13 Punkte. Nee, es sind 10 Punkte. Aber die kriegen wir auch so nicht mehr, glaube ich. Nee. Wir können ja auch nicht alle Spiele selber spielen. Selbst wenn wir sie selber spielen, verlieren wir wahrscheinlich auch noch ein, zwei davon. Das ist richtig, ja. Deswegen, der Aufstieg ist wahrscheinlich auf die nächste Saison vertagt. Immer nochmal 1-0 gegen Halle auch, ey. Also die Simulation hat auch gemerkt, so, es läuft bei uns nicht so gut. Wiesbaden haben wir dann noch. Ich glaube, den Großteil simulieren wir 1. Wir verlieren auch nur noch, ey. Ja, jetzt ist der Lack ab. Ja, aber jetzt... Der Drops ist gelutscht. Ja, aber das Ding ist, je weiter wir unten in der Tabelle auch sind, desto weniger Geld kriegen wir halt auch, ne? Gut, dass wir nicht absteigen können. Ich glaube, absteigen werden wir nicht. Komm, gegen Waldhof spielen wir auch nochmal selber. Okay. Oder lieber gegen Dresden. Worauf hast du mehr Bock? Waldhof oder Dresden? Waldhof. Okay, boah, die haben 70 Punkte, ey. Nochmal, ich will jetzt nochmal eine gute Leistung sehen gegen Waldhof Mannheim. Da sehe ich uns jetzt. Okay? Okay, ich
versuche mich nochmal zu konzentrieren. Sehr gut. Es ist für uns jetzt so ein kleiner persönlicher Abschluss der Saison, ne? Also jetzt nochmal auf den Sieg rausgehen, den Rest werden wir dann simulieren und dann starten wir dann schön frisch in die... Mit einem... schönen Fehlpass. In die neue Saison. Boah, Loder, Junge, der Typ hat aber auch echt zugelegt, ey. Schön geblockt. Bleib dran. Oh, du bist, da hast du Abseits aufgehoben ein bisschen. Ah, ja, schwierig. 0-1. Du musst aufpassen in der Defensive, dass du nicht einfach irgendwen auswählst, einfach irgendwo hinläufst. Mhm. Du musst mal gucken, wen habe ich denn gerade überhaupt? Und dass du die Position halt hältst. Das war auch ein risky Pass. Ja, das war ein risky Pass. Und gleich liegen wir in dem Spiel 0-2 hinten. Uiuiuiuiuiui. Passen. Du musst doch nicht immer den tödlichen Pass spielen. Gut. Das Ding ist, wir hätten uns auch vielleicht als Abschlussspiel nicht den Tabellenersten aussuchen sollen. Ne? One-Touch-Football, mein Freund. Wir hätten nicht den Tabellenersten aussuchen sollen. Hätten wir nicht. Es ist okay. Es ist okay. 0-2 zu Hause. Der Wurm ist heute komplett drin. Der Wurm ist drin. Lauf. Ja, jetzt? Schön. War das. Ja, geht dann auch nicht rein, ne? Habe ich nicht gut gemacht. Komm, weiter geht's. Der kommt gut. Götze? Auch der geht nicht rein. Ja, vorne. Schöner Ball. Das ist halt Götze, ne? Kein Abseits. Es ist Götze. Götze! Oh, auch der geht nicht rein. Ja, schwierig. Der Sprint. Und dann der absolute Tor. Atubolu. Boah, den hat er ja komplett geisteskrank rausgeholt. Resoldi. Ja, nächstes Jahr ist nochmal drin, aber... Bisschen spät. 1-2 gegen Waldhof. Ey, pass auf, das war jetzt kein gutes Abschlussspiel, ne? Das heißt, wir spielen jetzt noch ein Abschlussspiel für unser Gemüt. Okay, vielleicht können wir uns positiv verabschieden genau, aus der Folge. Genau, wir verabschieden uns positiv aus dieser Aufnahmesession und spielen Dortmund 2, komm. Die sind hinter uns. Okay. Das muss jetzt nochmal ein Sieg sein. Also jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ja, das habe ich schon seit einer halben Stunde und es funktioniert nicht. Ja. Okay, also. Jetzt konzentrieren wir uns nochmal. Jetzt beide versuchen wir ans Limit zu gehen. Genau, und dann können wir in der nächsten Saison dann schön mit ein, zwei geilen Transfers, ne? Dann gehen wir in die Saison und das ist dann Mission Aufstieg. Da sehe ich uns dann. Ja, ja. Oh, ich habe hängen geblieben. Haben wir noch? Oh, da ist keiner. Keeper? Schön. Habe ich ihn auch gar nicht hingespielt. Wir haben nach vorne gespielt. Ich weiß nicht, ob ich den noch kriege. Schön. Keeper? Haben wir ein bisschen Glück gehabt da gerade, muss man ehrlich sagen. Ey, 0-0 zur Pause ist okay. Wir gewinnen das hier. Wir gewinnen das hier. Als guten Abschluss für die Saison. Zum zweiten Mal wagen wir das jetzt. Ja. Nein, der erste Kontakt. Egal. Schönes Ding. Schuler gerade drin. War es Schuler? Ja, ich glaube schon. Nee, es war Fink. Jetzt geht er raus für Schuler erst. Oh, ja. Ist der Dank jetzt dafür. Ist der Dank, ja. Gehst sofort raus. Ist das schön. Scherbakowski ganz hinten vielleicht. Ja, okay. Oh. Ecke. Nee, das warst du, glaube ich. Ja. Ja. Ja, ja. Nicolo Tresoldi. Let's go. Schönes Ding. Ja, ist halt schade, dass wir jetzt langsam reinkommen, ne? Habe ich das Gefühl. Also jetzt sind wir gut warm. Jetzt ist das, was du wolltest, in einem komplett belanglosen Spiel. Wir führen mal 2-0. Ja, das stimmt. Schön. Deiner. Deiner? Oh. Ja, das ist 1-0. Oh, er macht ihn vorbei. Einmal. Ja. Kannst du easy nochmal annehmen und dir die Ecke aussuchen. Weißt du, ich meine? Ja. Du bist ja so frei, aber trotzdem gute Kombination von uns. Ja. Oh, Scherbakowski, Junge. Bin ich durch? Ein guter Abschluss. Aber das Ding ist, wir brauchen halt 4 von diesen Chancen, um eine reinzumachen. Ja, und das haben wir beim letzten Mal nicht gebraucht. Es wird aber ein Sieg zum Abschluss. Vielleicht auch mal zu 0. Ich sorge für zu 0. Oh.
Den habe ich. Und weg. Hey, ja, zumindest. Ein ganz kleiner versöhnlicher Abschluss. Ja, ein ganz, ganz kleiner versöhnlicher Abschluss zumindest. Ja. Es ist okay. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier die Aufnahme beenden und werden uns dann, wenn wir uns nächste Woche sehen und für euch dann wahrscheinlich in Folge 4, 5, 6, wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich das zusammengekartet habe, dann mit dem Aufstieg beschäftigen, oder? Ja. Das werden wir und ich bin zuversichtlich, in der nächsten Saison steigen wir auf. Ja, wir sollten aber vielleicht, bevor wir das Video beenden, nochmal auf die Tabelle zeigen. Wir sind am Ende nämlich Achter geworden mit 57 Punkten. War auf jeden Fall ein guter Rückstand auf den Dritten, ne? Mit Dynamo Dresden hochgeht, 1860 und Waldhof. Was wir auch nochmal kurz zeigen können, ist, sind ja die erste Saison ist ja jetzt vorbei. Die Statistiken von unseren Spielern. Tresoldi mit 18 Toren, 5 Vorlagen, das ist viel. Fink 11-5, Plechati 6-0. Suhonen auch okay. Schuler in 17 Spielen, 6 Scorer. Es scheint mir fast ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, nachdem er so gut angefangen hat. Naja, auf jeden Fall eigentlich ein ganz gutes Team für die nächste Saison, oder? Ich finde, guck mal, wenn wir das Team jetzt anschauen. Klar, Robert Voloda wird immer bleiben. Das haben wir ja gesagt, ne? Aber alle anderen sind doch okay für die dritte Liga. Ich meine, Pfeiffer ist halt viel zu gut, ne? Ja. Mit einer 76, Junge. Aber alles andere ist sonst haben wir eigentlich eine gute Mannschaft zusammen. Und voll. Von daher müsste es eigentlich beim nächsten Mal besser laufen. Das sehe ich genauso.